Genau, also uns interessiert Kommunikation, du machst viel Kommunikation, NLP machst du. Da kannst du uns vielleicht erstmal kurz aufklären, was das ist. Ja, gerne. Also NLP ist im Prinzip eine Methodensammlung. Es war ein Dr. Richard Bandler aus Amerika, ein Mathematiker, und gemeinsam mit einem Linguistikprofessor haben die sich auf die Suche gemacht, was zeichnet richtig gute Therapeuten aus? Warum ist es so, dass manche Therapeuten super schnelle Erfolge erzielen in ihrer Arbeit, in der Familientherapie oder in der Gestalttherapie oder in der Hypnotherapie, und andere Therapeuten über 10 oder 15 Jahre nicht mal ansatzweise so gute Erfolge erzielen? Was machen diese Menschen anders? Und dann haben sie sich mit reingesetzt in die Therapiesitzung, haben sozusagen die Sachen aufgezeichnet und haben geguckt, was machen diese Leute anders, dass sie so erfolgreich sind in der Arbeit mit Menschen. Und haben herausgefunden, dass es verschiedene Sachen sind, dass sie mit der Stimme arbeiten, dass sie mit der Sprache arbeiten, dass sie bestimmte Muster nutzen und auch mit unserem Automatikmuster an Verhalten kommunizieren. Dass sozusagen, wenn du dir vorstellst, vielleicht möchtest du ein Ziel erreichen und eigentlich weißt du, was du zu tun hast, um dahin zu kommen, aber du machst es nicht. Und dann fragt dich jemand: Ja, aber du weißt doch, was du machen musst, um da anzukommen. Ja, ich weiß. Ja, warum machst du es dann nicht? Ja, ich weiß nicht, warum ich es nicht mache. Aber du weißt doch eigentlich, wie es geht. Und das ist genau dieses: Wir haben ein gelerntes Verhalten, das wir ständig machen, wo wir jeden Tag immer wieder die gleichen Gedanken denken, wo wir immer wieder das Gleiche machen und was gar nicht so leicht ist, aus dieser Mühle rauszukommen. Und was diese Therapeuten gemacht haben, ist mit diesem Unterbewusstsein, mit diesem automatischen Teil von uns, also automatischen Verhalten, was sehr, sehr viel ausmacht, was über 99% ausmacht von unserem Verhalten. Und damit sprechen die. Und dann sprechen die zum Beispiel in Metaphern, in Bildern und Geschichten. Mit unseren Kindern sprechen wir häufig in Geschichten, wenn ihr euch vorstellt, dass wir über Märchen kommunizieren, dass wir vielleicht, dass der Apfel und die Banane sich unterhalten und vielleicht irgendwie eine gute Lösung finden gemeinsam. Oder dass man irgendwie die Kinder ja in so einer bildhaften Sprache auch einlädt, so gewisse Dinge zu verstehen oder also in Beispiel zu sprechen. Und das haben diese Menschen auch gemacht. Und damit kommunizieren wir zum Beispiel mit dem Unterbewusstsein. Das heißt, die beiden haben geguckt, was macht erfolgreiche Kommunikation aus, und haben das dann runtergebrochen in Methoden, die jeder für sich nutzen kann. Konnte man NLP benutzen in einer Krise, in einer Parkkrise zum Beispiel, wo wir arbeiten? So, wenn ich sehe immer alles Schlechtes, was mein Partner hat, so ich sehe nur die Macken und ich bin in diesem Teufelskreis und ich kann nicht mehr sehen, was mir von meinem Partner gefällt. Und wie kann das diese Partnerschaft, ja, oder meine Bewusstsein mit meinem Partner ändern? Man kann da ganz viele verschiedene Tools nutzen und auch je nachdem, wo jemand besonders gut aufgestellt ist. Zum Beispiel hat jeder von uns, wir haben ja alle 5 Sinne. Und wie wir wahrnehmen, wir nehmen über die Augen wahr, wir nehmen natürlich wahr, wie sieht jemand aus oder was sehe ich im Außen, und machen uns innere Bilder oder machen uns Filme, dass vor unserem inneren Auge ein Film abläuft, von einer Situation zum Beispiel. Und manche Menschen sind auch sehr, sehr kinästhetisch, dass sie sehr stark fühlen, ja, wie fühle ich mich, wenn wir im Miteinander sind, wie fühle ich mich, wenn wir gemeinsam sprechen oder wenn wir was auch immer tun. Und dann gibt es welche, die sehr, sehr auditiv sind, die unbedingt hören müssen. Ja, auch zum Beispiel, ich liebe dich, die das nicht nur fühlen wollen, sondern die es auch hören wollen. Und so ist es wieder, hat jeder tatsächlich einen anderen Fokus und eine andere Stärke. Und da ist es zum Beispiel total super herauszufinden, welche Stärke hat dein Partner und welche Stärke hast du. Das könnt ihr zum Beispiel an der Sprache merken. Wenn jemand sagt, ja, ich fühle mich total unwohl oder ja, ich fühle mich total super oder das ist ganz schön hart oder oh, das macht irgendwie Schmetterling im Bauch. Also wenn jemand viel das Gefühl anspricht über die Sprache, dann ist jemand sehr, sehr kinästhetisch. Und wenn jemand sagt, jetzt müssen wir mal genau hinsachen, jetzt müssen wir mal gucken, was Sache ist, jetzt müssen wir mal einen scharfen Blick darauf werfen oder das ist für mich glasklar. Oder das ist für mich sehr, sehr sichtbar. Also wenn jemand sozusagen alle Worte nutzt, die das Auge beschreiben, zum Beispiel klar, unklar, groß, klein, hell, dunkel,
und so weiter. Wenn jemand solche Worte stark benutzt, dann ist er sehr, sehr visuell. Und da gibt es natürlich im NLP verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Tools. Und wenn du jetzt gerade das eine angesprochen hast, dann würde ich euch einfach einladen, dass wir mal was machen. Und dann habt ihr mal so eine Idee. Ja, los geht's. Okay. Du hast eben gesagt, dass viele das Thema haben, dass sie gerne das Positive im Partner sehen wollen, aber immer wieder vielleicht die Eigenschaften ja, vor Augen kommen, die nicht so toll sind, wo man sich vielleicht drüber aufregt und anders hat. No, nicht, dass man wollte die positive Sachen aber sehen, aber du bist mit jemandem zusammen, die mit der Zeit oder mit den Kindern auf einmal haben sich viele Sachen geändert und hättest du gerne, dass der Partner sich auch ändert. Und, aber der Partner ändert sich das nicht. Und ja, wie kann man da etwas machen? So? Okay, das ist jetzt natürlich ein super spannendes Thema. Ich würde immer bei mir anfangen und schauen, was will ich? Was ist mir persönlich wichtig? Und ich persönlich würde auch aufschreiben, was ist mir wichtig an der Partnerschaft? Wie soll die sein? Und da ist es gut, einfach mal alle Bedenkenwolken, alles, was im Außen da ist, für einen Moment beiseite zu räumen und einfach aufzuschreiben, wie ist eine Partnerschaft, wo ich mich sehr, sehr erfüllt fühle, wo ich merke, wir sind auf Augenhöhe, wir machen Dinge, die ich liebe, wir unterhalten uns gut, oder je nachdem, was für dich wichtig ist, dass du beschreibst, wie ist euer Miteinander, was macht ihr gemeinsam, wie redet ihr miteinander, wie ist der Ton, wie ist der Umgangston von euch beiden miteinander, über was für Themen unterhaltet ihr euch, was unternehmt ihr, wie fühlst du dich in Bezug auf deinen Partner, wie fühlt sich dein Partner in Bezug auf dich, wie aktiv seid ihr vielleicht auch, wie körperlich, sportlich aktiv und all diese verschiedenen Dinge, dass du einfach aufschreibst, wie will ich Partnerschaft haben? Und damit nutzt du einfach auch diese selektive Wahrnehmung von, okay, das ist mir wichtig. Und wenn du deinen Fokus darauf hast und es passiert, dass vielleicht dein Partner was macht, was dir total gut gefällt und du sagst, boah, super, dass du das einfach so wertschätzt und sagst, oh, das finde ich total toll, dass du das machst. Und alles, was positiv bestärkt wird, machen wir wieder. Da sind wir Erwachsenen genauso wie Kinder. Alles, was positiv herausgehoben wird, da haben wir einfach Spaß dran, das zu wiederholen. Und so hilft es natürlich, wenn du sehr genau weißt, wie du dir eine Beziehung wünschst, dass du merkst, okay, cool, da hatten wir jetzt gerade 2-3 Minuten, die waren voll schön für mich. Und wenn du das aussprichst, dann merkt dein Partner das, dann weiß er das. Und häufig ist es so, dass wir Dinge aussprechen müssen, dass der andere das überhaupt wahrnimmt, was uns gefällt. Häufig, gerade wir Frauen, sind häufig, dass unsere Männer so Gedanken lesen müssen und sagen, der muss doch wissen, dass mir das gut gefällt. Und aber wenn ich bereit bin, das auszusprechen, dann kann der andere viel, viel leichter darauf eingehen. Also das ist das Erste. Und dann, wenn ich mich verändere, wenn ich zum Beispiel weiß, was ich will, was mir gut gefällt und was mir wichtig ist in der Partnerschaft, dann bin ich viel, ja, viel, viel mehr im Reinen auch so mit mir und dann wird sich bei deinem Partner was verändern, hundertprozentig. Und dann ist einfach, du kannst nur dich selber verändern. Alles andere ist außerhalb deiner Kontrolle. Und je genauer du aber für dich weißt, was es ist, verändert sich schon im Außen ganz, ganz viel. Schon alleine deine Stimme. Wenn du einfach nur tief durchatmen kannst und Freude hast mit dir selber und in einer angenehmen Stimme redest, einfach nur weil du Spaß hast am Leben, dann bekommst du sofort ein anderes Feedback. Smile. Smile, 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 just smile.